So. Geht doch. Natürlich sind da noch mehr, aber hätte es gedacht. Warte mal kurz, ich muss nachladen. Und außerdem schiel ich, wenn du mich erwischt. Was ist das? Da oben fliegen, bewegen sich Dinger. Nein. Warum habe ich denn... Pulsschuss? Ach. Warum habe ich eigentlich auf Einfügen Bild nach oben dieselbe Funktion? Warum eigentlich? Sind das... Wow. Okay. Will jemand wohl nicht, dass wir hier wieder rauskommen? Oh, da hinten gibt's noch Loot. Schön da oben. Loote hier jetzt noch. Bandagen und Schrotmunition. Wer hätte es gedacht? Noch mehr Schrotmunition. Gut, okay. Oh, und wer auch immer da oben ein Autokennzeichen. Keine Ahnung. Sieht so aus, als wäre es ein Autokennzeichen. Ja, dann würde ich mal sagen, langsam kommen wir ja hoffentlich in die Zentrale. Oh oh. Alter. Das ist der Boss, oder? Au! Du Spacko! Alter! Ja, leck mich doch! Wow! Ja! Au! Du Spacko! Ich liebe es, dir hinten reinzuschießen. Jetzt drehst du dich hoffentlich um. Nein, er hat meine Taktik durchschaut, der Spacko. Schön weitergehen, schön weitergehen. Vielleicht bist du tot. Ah, huhu, yes! Das war ja mal ein einfacher Bossgegner. War das dein Arm? Den kann man gar nicht zersplattern, oder? Wie dem auch sei, gehen wir mal nach oben, gucken wir mal, was er da zu verbergen hatte. Ah, da geht's auch noch hin. Okay, das... Ja, gut, den Hebel sollen wir ziehen, aber... Vorher gucken wir noch, was hier ist. Ah, ein Fahrstuhl oder sowas. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir mal den Hebel und gucken mal, was passiert. Peach! Okay. Ja. War's das? Dring in das Kraftwerk der GRZ ein, leite den Strom nach Subway Town um. Hau ab. Ich wette, da unten komme ich wieder nicht, immer noch nicht raus. Nein, komme ich nicht. Das heißt, gehen wir mal hier oben längs. Aber diesmal mit einer anderen Schrotflinte. Und wieder ein wenig im Schleichmodus. Was? Oh, zu. Was sind wir hier denn? Okay. Hey du, der Strom wird umgeleitet und das muss auch so bleiben. Reparier die Steuertafel und hilf unseren Leuten. Schlag diese Mistkerle mit ihren eigenen Waffen. Kurz musste ich den noch befummeln. Bist du da gerade durch die Tür durch und... Komm da nicht durch. Bin zu fett. Gut, okay. Die Mission geht ja immer noch weiter. Moment. Huch. Oh nein, ich bin runtergefallen. Nein, ich bin zu... Nein, ich komme nicht mehr rauf. Ich bin zu fett. Was ist das hier? Huch.
Oh cool, wir haben den Metzler aktiviert. Grill. Seid ihr die Bösen? Wer ist denn hier der Böse jetzt? Du da? Ja, du bist der Böse. Hahaha, geschnetzelt. Okay. Oh, schade. Berichte Redstone von deinem Erfolg. So, jetzt sind meine Leute ja durch. Gut, okay, wo soll ich denn jetzt hin? Ah, hier ist zufällig die Tür aufgegangen und du hast, wer auch immer du bist. Ich habe schon wieder vergessen, wer du bist. Auf jeden Fall gibt's hier Loot, glaube ich. Da, Loot. Funkgerät. Und ein, ja gut. Ein etwas leckerer Kuchen. Und der Typ ist auf magische Weise verschwunden. Ach, hier sind wir wieder im Eingangsbereich. Das heißt, jetzt könnte man hier theoretisch nochmal reingehen. Ah ja, genau, hier. Gut, brauchen wir aber gar nicht. Sei denn, wir wollen nochmal gucken, ob sich hier irgendwo... Ach ja, stimmt. Den Eingangsbereich hatte ich ja noch nicht ganz erforscht. Da bin ich ja runtergegangen und dann durch die Tür. Hab aber vergessen, nochmal zu gucken, ob da noch was anderes ist. Weil ich bin ja dann da durch die Tür und die ging dann zu hinter mir. Aber zum Beispiel hier, den Elektro-Dings, habe ich nicht geguckt, was da ist. Die Tür geht eh nicht auf. Was hier unten ist, habe ich das geguckt? Glaub schon, oder? Nein, haben wir nicht. Siehst du, da gibt's noch einiges zu looten. Ja, wer hätte es gedacht? Oh, hier auch noch ein Farbtopf und noch ein Kopfhörer. Hier hinten die Schränke. Ich bin so Fallout verseucht. Normalerweise bei Fallout könnte man die Schränke alle noch looten. Da schon wieder dieses Kennzeichen. Hier waren wir, ja. Gut. Das heißt, im Endeffekt haben wir dann bis auf dieses Elektro-Ding hier. Nein, komme ich da nicht durch? Nein, da komme ich nicht durch. Aber, wo haben wir den? Nee, nicht Hypnosebolzen, nicht Schrot. Nein! Hier, den da. Ich bin ja auch doof. Stahlbolzen? Nein. Elektrobolzen. So geht das. Dann kommen wir nämlich auch hier rein und können einen Gabelstapler... Nee, ein Hubwagen. Haha, ein Hubwagen. Ja, ich wollte schon immer mal einen Hubwagen. Ja, ja. Leider können wir den nicht fahren, weil der ist schon festgerostet. Aber hier finden wir noch billige Schuhe und Stahlklingen und einen RC-Bausatz. Ja, das war's. Gut. Dann haben wir hier alles erledigt. Das heißt, wir können wieder raus. Hier oben waren wir auch schon überall. Yep, waren wir. Vor allen Dingen diese ganzen Türen, wo man immer denkt, so okay, die kannst du nicht öffnen. Eventuell kommst du ja irgendwann später nochmal in diesen Level und dann geht's sowieso irgendwo in eine völlig andere Gegend. Wo man sich denkt, ja gut, dann hättet ihr die Türen auch alle quasi abgeschlossen machen können, sodass man da eh nicht durchkommt. Und dann hätte man sich nicht irgendwie noch, Moment. Ödland betreten? Hier war ich noch nicht, oder? Oder bin ich hier eben runtergelaufen? Doch, hier war ich schon. Dachte schon, hier war ich noch nicht. Wie komme ich denn darauf? Na, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dann könnte man sich die Türen auch sparen, sodass man im Endeffekt eigentlich nicht ständig in die Irre geführt wird. So im Sinne von, ja gut, wenn ich hier vielleicht später nochmal hinkomme, dann sind die Türen offen. Also vielleicht bei Nebenmissionen oder so, aber... Berichte Redstone von deinem Erfolg. Ja, das heißt, ich nehme mal an, dann haben wir hier demnächst die ganzen Sachen durch. Wo fahre ich denn hin? Hm.
Nö, ich habe jetzt keinen Bock auf die. Da soll man 7 von denen erledigen. Da oben das Ding will ich endlich haben. Ja. Warum auch immer das jetzt nicht mehr Position 1, sondern SCRG ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir wieder zurück. Das heißt, verlassen, Subway Town? Nein, ich habe sie jetzt nicht repariert. Hör zu, Regierungspatrouillen sind in der Stadt. Sie wissen nicht, wie du aussiehst. Gib ihnen also keinen Grund, dich verhören zu wollen. Melde dich so bald wie möglich bei Captain Marshall. Ah, okay. Den hätte ich hier auch anquatschen können. Preis der Macht abgeschlossen. Was ist das denn? Achso, das öffnet den. Gut. Ja, erstmal gehe ich oben zurück zu Redstone. Dann gehe ich zu, ja, das ist doch verdächtig. Na toll, ich bin zu fett, um da hochzuspringen. Ja, ist doch... Okay. Jamie? Wow. Okay, Jamie ist ein bisschen bekloppt. Zack, und Eddie. Eddie! Die Typen aus der Kanalisation meinen, du hättest den Gearheads in den Arsch getreten. Echt ja. Verrückt. Und als nächstes pinkelst du der Regierung ans Bein. Sicher doch. Gut, okay. Also es ist immer ganz lustig, mit den einzelnen Figuren, die hier rumlaufen, zu reden. Die haben mir ja schon den Tipp gegeben, dass oben jetzt die Regierung rumchillt. Hey du! Verdammte Regierung! Nur weil Was? Die Vollstrecker da sind, heißt das nicht, dass es nicht länger Redstone Stadt ist. Mhm. Wer hat gerade eben Hey du gesagt? Ach sie. Destiny! Falls du es noch nicht weißt, in der Stadt sind Vollstrecker. Pass auf. Sorry, ich bin gerade feucht. Bin gerade ganz feucht geworden wegen deinem Anblick. Die Regierung schickt uns ab und zu kleine Erinnerungen. Ja. Damit wir auch nicht vergessen, wer hier in Wahrheit das Sagen hat. Ja. Mehr kann man mit ihr nicht reden? Aber dabei hat sie mich so feucht gemacht. Oh, oh. Toll, dass du Starkey geschlagen hast. Er ist so ein Idiot. Wer auch immer Starkey ist, war, glaube ich, dieser Rennfahrer. Vollstrecker der Regierung sind in der Stadt. Halt dich von ja. ihnen fern. Das habe ich mittlerweile mitgekriegt. Du bist der Hundertste, der mir das sagt. Wetten, die sagen das auch nochmal? Nee, doch, Siri sagt es auch. Wetten? Ich weiß nicht, ob du für den Widerstand arbeitest, aber wenn du kannst, sag ihnen, dass die Leute für sie beten. Sie beten, dass es ihnen gelingt, der Regierung Einhalt zu gebieten und uns zu befreien. Oh, das auch noch. Ja, genau. Ich bin dafür da, um euch zu befreien. Und war hier nicht noch jemand anderes außer der Kiffer-Oma? Scheinbar nicht. Den habe ich schon angequatscht. Die Regierung schreibt uns vor, wohin wir gehen dürfen und wohin nicht. Das macht mich so wütend. Wenn ich jünger wäre, dann... Ach, vergiss es. Ja, du bist ein alter Sack. Ich habe das schon früher erlebt. Die Regierung kommt in die Stadt und die Leute fangen an zu verschwinden. Das ist nicht ja. gut, gar nicht gut. Das ist nicht gut. Hast du das von Redstone gehört? Die Regierung hat endlich durchgegriffen. Sie haben ihn am helllichten Tag geschnappt und jetzt sitzt der Vollstrecker in seinem Büro. Ehrlich jetzt? Aber ich wollte doch noch die Mission abgeben, der hat doch noch eine geile Belohnung für mich gehabt, der Spacko. Hör zu, Jungchen, die Regierung hat ihre Ohren überall. Hier hört immer jemand zu. Pass auf, was du in der Öffentlichkeit sagst. Am besten die Regierung ist so leise wie möglich, wenn du weißt, was ich meine. Die Regierung ist kacke. Die sind alle doof. Gut, gucken wir mal. Clint Security? Okay. Ah. Wie jetzt? Opening soon? Subway Town? Ach, haben sie es dicht gemacht hier? Prospect Blue Line, haben sie dicht gemacht? Tatsache. Ich dachte, hier wird noch weitergearbeitet, aber nö. Du hast eine heiße Kiste, Kumpel.